Hallo und willkommen in meinem Studio. Heute geht es um das Thema Polyrhythmen und ich glaube, ich habe die perfekte Methode gefunden, um es so zu erklären, dass es wirklich jeder verstehen kann. Viel Spaß! Was sind eigentlich Polyrhythmen? Polyrhythmen sind alle Musiksituationen, in denen mindestens zwei Rhythmen, die gleichzeitig stattfinden, sozusagen übereinander liegen und die die Musik dadurch rhythmisch komplexer machen. Und das kann zwischen zwei verschiedenen musizierenden Personen sein. Die eine Person spielt Achtel, die andere Person spielt Achteltriolen. Wenn das sauber übereinander gespielt wird, klingt es hervorragend und ist dann ein Polyrhythmus. Das Gleiche kann aber auch von einer Person gespielt werden, wie zum Beispiel am Schlagzeug sowieso, am Klavier, rechte Hand, linke Hand können unterschiedliche Rhythmen haben. Und das Ganze klingt erstmal kompliziert, es wird auch oft sehr kompliziert erklärt, aber es gibt zum Einstieg zumindest ein paar sehr einfache Methoden, mit denen man es verstehen kann. Und ich möchte euch kurz ans Whiteboard mitnehmen und euch das erklären. Jeder, der die Uhr lesen kann, kann diese Methode verstehen. Es geht letzten Endes darum, nur den Zeiger zu beobachten. Wir machen mal den Sekundenzeiger extra schnell. Immer dann, wenn der Sekundenzeiger einmal rum ist, nennen wir das einen Puls oder eine Viertel. Das heißt, jedes Mal, wenn der Sekundenzeiger rumläuft, ist es eine Viertel bei der 12. Ich schreibe also die Viertel auf. Jetzt haben wir schon mal die Viertel. Jedes Mal, wenn der Zeiger einmal rundherum läuft, haben wir eine Viertel, das ist ein Puls. Möchten wir die Musik in doppelt so schnelle, doppelt so viele Pulse einteilen, in dem Fall wären das Achtelnoten, naja, dann hätten wir einen bei der 12 und einen bei der 6. Jedes Mal bei der 12 und bei der 6, bei der 12 und bei der 6. So hätten wir unsere Achtelnoten. Wenn wir das gleichzeitig klatschen können oder schnipsen können, dann können wir schon den Polyrhythmus 1 zu 2 oder 1 gegen 2, sagt man. Klatschen wir also mit dieser Hand die Viertel, das sind die schwarzen Noten, 1, 2, 3, 4. Dann klatschen wir mit dieser Hand die blauen Noten, das sind die Achtel, 1 und 2 und 3 und 4 und. Probiert das zu Hause aus. Das sollte eigentlich relativ schnell funktionieren. Wenn ihr schon ein Instrument spielt, dann habt ihr vielleicht auch schon mal von dieser Übung gehört. Die ist nicht sehr kompliziert. Versucht aber, und da wird es dann kompliziert, auch mal die Hände zu tauschen. Das heißt, wenn diese Hand immer die schwarzen, die Viertelnoten spielt und diese Hand immer die blauen, also die Achtelnoten, versucht das mal zu tauschen. Jetzt schlage ich hier nur einmal und hier zweimal, also hier Viertel, hier Achtel. Eins und zwei und drei und vier und. Und wer es richtig wild mag, der mixt es plötzlich. Immer bei jeder 1 Saiten tauschen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Viertel und Achtel verstehen die meisten und kennen die meisten wahrscheinlich aber schon. Jetzt geht's um 3 gegen 2. Der erste komplexere Polyrhythmus, das erste, was so ein bisschen komplizierter ist. Und das bedeutet, wir spielen pro Umlauf, also pro Viertelnote, spielen wir drei gleiche große Teile. Das heißt, jedes Mal, wenn der Zeiger bei der 12 ist, den ersten, dann bei der 4 und bei der 8. 12, 4, 8, 12, 4, 8. Man kann wunderbar sehen, dass es drei gleich große Teile sind und deswegen mag ich diese Erklärmethode mit der Uhr, weil so kann das wirklich jeder verstehen. Wollen wir also jetzt Achteltriolen klatschen, dann klatschen wir bei jedem Umlauf dreimal und zwar immer drei gleich große Abschnitte teilen wir damit ein und schon haben wir Achteltriolen für sich allein. Das wären die roten Noten, die Achteltriolen, also Tri, O, Le, Tri, O, Le, Tri, O, Le, Tri, O, Le. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Versucht wieder hier gleichzeitig die eine Hand die Viertelnoten, also die schwarzen, klatschen zu lassen und mit der anderen immer drei. Zusammen wäre das 1, Ole, 2, Ole, 3, Ole, 4, Ole. Und auch hier unbedingt probieren, die Saiten zu wechseln, gern auch fließend. Jetzt schlage ich hier drei und hier nur den einen.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Wechsel! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt habt ihr 1 gegen 3, das sind Viertel gegen Achteltriolen. Was machen wir jetzt aber, wenn wir die gleichzeitig mit den blauen, also gleichzeitig mit den sauberen, mit den geraden Achteln spielen wollen? Naja, dann schauen wir uns doch gerade das Bild an. Zwischen der 4 und der 8 liegt genau die 6. Das heißt, sobald man in der Lage ist, die drei Achtel immer gleich schnell zu klatschen, muss man nur wissen, dass zwischen der zweiten und der dritten genau in der Mitte der Schlag liegt, der zu den blauen gehört. Also der Schlag, der ganz normal die saubere, gerade Achtel ist. Auf den Knien geklatscht würde das so aussehen. Ich spiele rechts jetzt die drei Schläge. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sind unsere roten Triolen. Wo der erste blaue hingehört, das wissen wir schon, der gehört zum ersten roten. Bei der 12 treffen sich nämlich beide Farben. Das heißt, bei der 1 kommen sowieso beide Hände gleichzeitig. Und dann, die rechte Hand spielt immer drei gleiche. Und von der Uhr wissen wir, dass genau zwischen dem zweiten und dem dritten Schlag, genau in der Mitte, also bei der Uhr ist es die Zahl 6, liegt der andere blaue, liegt die andere Achtel. Zusammen wäre das also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auf der Uhr wäre das 12, 4, 6, 8. 12, 4, 6, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann habt ihr schon im Polyrhythmus 2 gegen 3. Probiert das aus. Übt auf euren Knien. Das ist am einfachsten am Anfang. Man kriegt die Bewegung rein. Man hört langsam, wie der Puls klingen muss, wenn man es richtig spielt. Und die Ohren sind letzten Endes genau das, was euch verrät, ob ihr richtig oder falsch liegt. Wenn man das dann noch mitsprechen möchte, beide Rhythmen gleichzeitig, dann kann man denen unterschiedliche Töne geben, zum Beispiel ba, ti, ka, ti, ba, ti, ka, ti. Dann hat man zusammen 2 gegen 3 Rhythmus auch schon verbalisiert, man kann den schon mitsingen. Pa, ti, ka, ti, ba, ti, ka, ti, ba, ti, ka, ti, ba, ti, ka, ti. Übt das ein paar Tage, spielt es immer mal wieder auf euren Knien. Wenn ihr eine Methode sucht, wie ihr solche Sachen in kurzer Zeit sehr schnell lernen könnt, dann schaut euch mein letztes Video an. Da geht es darum, wie man mit kurzen 5-Minuten Abschnitten eigentlich alles auf dem Instrument lernen kann, was man lernen möchte. 3 gegen 4, also 16 gegen 8 Triole, solltet ihr erst probieren, wenn ihr all die Schritte davor oft genug gemacht habt, sie sicher versteht. Denn jetzt geht es darum, dass man die 2, die man bei den Achteln hat, auf einmal verdoppelt und dann 4 draus macht. Und das wäre bei der Uhr, bei der 12, bei der 3, bei der 6 und bei der 9. Bevor ihr das versucht, nagelt erstmal Blau gegen Rot, also Achtel gegen Achteltriolen fest. Wenn das sicher geht, dann kann man sich da dran machen und die Blauen auch nochmal unterteilen, und zwar genau in der Mitte. Das wären dann die Grünen hier, das sind die 16. Wenn wir das klatschen wollen, dann müssen wir nur die Blauen verdoppeln. Wir machen also statt 2 Klatschern 4 Klatschern und das sieht so aus. Wir fangen erstmal mit 3ern und 2ern an und dann verdoppeln wir die Anzahl der Schläge hier. Ba, ti, ka, ti, ba, ti, ka, ti. Daraus ergibt sich 4 gegen 3. Übt das langsam und geduldig. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video.